Wieder Zeit für ein Dial-In und heute schauen wir uns einen sehr namhaften Kaffee an, Lavazza. Wer kennt ihn nicht? Das ist so ziemlich in jedem Supermarkt zu finden, auch in der Gastronomie weit verbreitet, eine italienische Traditionsmarke, die eine recht beachtliche Größe erreicht hat und eventuell auch guten Kaffee macht. Kostet hat dieses Kilo Kaffee 11,99 Euro im Supermarkt um die Ecke. Verkauft von Lavazza wird er über die Webseite für 18,49 Euro, also war wohl irgendein Schnäppchen oder Sonderangebot, I don't know, wurde nicht als solches ausgepriesen. Es scheint also auf jeden Fall noch ein bisschen Luft zu sein, was die Preise angeht. Mit 18,50 Euro sind wir natürlich schon im günstigeren Bereich, bis sehr günstig, also viel weiter drunter würde ich tendenziell nicht einkaufen gehen. Wobei es immer schwierig ist zu sagen, weil natürlich bei den Skalierungen, die solche Marken haben, werden die Kaffees einfach aufgrund der Masse deutlich günstiger, wie das, was eine kleine Rösterei herbringen kann. Schwieriges Thema. Aber grundsätzlich, wenn ihr Geld investiert, investiert es lieber in Kaffee statt in super teures Equipment. Da kriegt ihr wesentlich mehr Benefit für euer Geld. Was haben wir für Informationen über diesen Kaffee? Wie gesagt, es ist eine Espresso-Röstung, Barista-Style. Das soll wohl immer irgendwie eine besondere Qualität ausdrücken. Gran Crema lässt auch viel Crema vermuten, sonst haben wir nicht viel drauf. Es ist geeignet für Black Espresso, Cappuccino and Latte. Also sowohl schwarz als auch mit Milch. Intensität 7 von 10. Diese Angaben, Intensität 7 von 10 oder was auch immer von 10, ist immer ein bisschen problematisch, weil es im Endeffekt nur für die Range von Lavazza gilt. Sobald ich eine andere Marke damit vergleichen möchte, kann ich es eigentlich schon wieder vergessen. 7 von 10. Scheint eine nicht super kräftige Espresso-Röstung zu sein. Schauen wir mal, ob sich das nachher auch im Röstbild widerspiegelt. Sonst gibt es eigentlich, wie so oft, kaum Informationen über den Kaffee selber. Über die Webseite konnte ich rausfinden, dass es ein Arabica-Robusta-Blend ist mit Kaffees aus Indien, Afrika und Lateinamerika. Genaue Länder werden auch hier nicht angegeben, was aber auch nicht unüblich ist für Marken in der Größe. Ist natürlich zum Nachteil für die Nachverfolgbarkeit, was schade ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir uns den Kaffee einfach mal an und gucken, was das Röstbild verspricht. Gut, also auf der Packung steht mittlere Röstung. Ich würde das definitiv schon als dunkle Röstung einschätzen. Wird schon ölig, ist eben einfach dunkel. Das ist genau der Punkt. Je nachdem, wie der Röster ansetzt, ist mittel, dunkel und hell. Ja, ist ein großer Spielraum, was die Definition angeht, ne? Aber sonst, das Bohnenbild an sich schaut eigentlich ganz in Ordnung aus. Würde sagen, wir probieren es dann nachher einfach und gucken, was bei rauskommt. Husch, husch. An dieser Stelle auch ein kleiner Hinweis, wenn du dich für Kaffee interessierst, wovon ich mal ausgehe, weil du dir dieses Video gerade anschaust, schau auf jeden Fall mal im Coffee Metaverse vorbei. Das ist eine Plattform für alle Kaffeeinteressierten, die ich mit ein paar Kollegen ins Leben gerufen habe, wo du dich austauschen kannst über Kaffeebohnen, über Equipment, über verschiedene Brühtechniken, über Kaffeeempfehlungen in verschiedenen Städten, über Kaffeereisen und vieles, vieles mehr. Alles absolut kostenlos. Einfach Discord-Account erstellen, hingehen, reinschauen, Live-Events, alles dort, ich auch, beantworte Fragen und so weiter und so fort. Wir sehen uns da. Weiter geht's. Equipment. Mit was arbeiten wir? Wie immer mit der Decent. Da werde ich ein ganz normales E61 Espresso-Profil benutzen. Als Mühle verwenden wir die Niche Zero, welche ein Kegelmahlwerk hat. Wir haben ein 15 Gramm Sieb, Präzisionssieb von Decent und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Die Standardeinstellungen von dem Profil sind 92 Grad. Ich werde mit 16 Gramm arbeiten und werde am Anfang ein 1:2 Verhältnis verwenden, also 16 Gramm rein, 32 Gramm raus. Ihr kennt das Spiel. Alles Wichtige geklärt. Wir fangen an mit dem ersten Shot. So, wir sehen, der Shot läuft sehr langsam an. Das heißt, der Mahlgrad ist deutlich zu fein für das, was wir machen oder für das, was wir haben wollen. Läuft aber grundsätzlich sehr schön.
Also, der Shot lief jetzt viel zu langsam. Die Maschine hat bei 34 Sekunden einfach abgebrochen. Wir sind jetzt bei 25 Gramm. 16 haben wir reingemacht. Das heißt, wir sind quasi im Ristretto-Bereich. Kann trotzdem schmecken. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben, wenn ihr mal wissen möchtet, wie man Ristretto einwählt. Eine Art des Ristrettos, da gibt es auch wieder sehr viele. Lange Rede, kurzer Sinn. Lasst es uns einfach mal probieren. Crema schaut, wie zu erwarten, sehr schön und dicht aus. Aufgrund des Robusta-Anteils habe ich auch immer eine schönere Crema. Die solltet ihr aber auch nicht überbewerten, weil Crema an sich ist wie der Schaum auf dem Bier. Schaut schick aus, schmeckt nach nichts. Deswegen probieren wir es einfach mal. Geht sogar. Könnte man trinken. Ist hinten raus ein bisschen bitter. Hat jetzt nicht sonderlich viel Körper. Schmeckt schon ein bisschen flach. Also ich glaube, der Kaffee ist auch schon etwas älter. Ist immer das Problem, wenn man so einen Kaffee im Supermarkt kauft, da müsst ihr wirklich aufs MHD achten. Soweit ich rausfinden konnte, hat Lavazza ein MHD von 24 Monate nach Röstung. Also das heißt, ihr könnt es zurückrechnen, 24 Monate. Ich habe noch keine offizielle Stellungnahme von Lavazza gekriegt. Das hat zeitlich nicht mehr gereicht. Sollte ich es noch kriegen, werde ich es unten in die Kommentare einfach anpinnen und euch darüber noch Auskunft geben. Aber das, was ich eben recherchieren konnte, 24 Monate. Gut. Also, Mahlgrad muss deutlich gröber, damit wir die Brühzeit runterkriegen auf ungefähr 25 Sekunden und den Kaffee nicht so überextrahieren und natürlich auch mehr Menge rauskriegen. Ja, wir wollen ja ein Verhältnis von 1 zu 2 erstmal haben. Das heißt, jetzt machen wir den Mahlgrad gröber. Ich bin auf meiner Nische jetzt bei 23 und gehe jetzt einfach mal auf 25 hoch, also 2 Mahlgrad-Einstellungen und gucke dann, was als nächstes passiert. Das sieht schon deutlich besser aus, deutlich früher angefangen zu laufen. Sieht auch recht gleichmäßig aus bis hierhin. Also wenn ihr zu Hause guckt, sollte der Kaffee so bei, ja, zwischen 6 bis 8 Sekunden sollten die ersten Tropfen rauskommen, wenn ihr die Maschine angemacht habt. Wunderbar. Das sah doch schon mal sehr gut aus. Wir waren jetzt bei 24 Sekunden, also genau da, wo wir hin wollten mit dem zweiten Shot, ist eigentlich ganz gut, ja, also genau, wir wollten auf 25, aber 24 ist noch absolut in der Range. Crema, opulent, also schön dicke, feste Crema, wie gesagt, robuster, ganz normal, schöne Maserierung drinne, sieht erstmal so ganz ordentlich aus. Ja, von den Aromen her, so dieses klassische italienische Profil, ne? Ein bisschen nussig, bisschen schokoladig, wenig Frucht, wenig Säure. Also eigentlich recht unkompliziert. Ja, also hier sind wir jetzt schon deutlich näher an dem, was man von so einem Espresso erwarten kann. Er ist glücklicherweise nicht ganz so bitter, wie ich befürchtet habe. Also er ist eigentlich recht ausgewogen. Zumindest für jemanden, der eben gerne dunkle Röstungen trinkt, die so ein bisschen Bitterkeit haben. Eine leichte Süße, aber gefühlt kann er noch ein bisschen mehr Körper haben. Also da könnte man noch ein bisschen was mit arbeiten. Beide Shots waren schon trinkbar, wenn man sowas halt mag, ist natürlich vorausgesetzt. Beide nicht optimal, aber vor allem, wenn man Milch trinkt, no-brainer. Ja, also da muss man sich keine Sorgen machen. Also ein relativ einfacher Espresso zum Einstellen, aber er liefert jetzt halt auch keinen Wow-Effekt. Ist für den Preis aber, denke ich, auch nicht das, was man sucht. Was können wir hier dran jetzt noch optimieren? Mir persönlich ist er immer noch zu bitter. Das heißt, ich würde jetzt nochmal deutlich mit der Temperatur runtergehen, von 92 auf 90 oder vielleicht sogar auf 88 Grad, um diese Bitterkeit noch mehr rauszukriegen. Und des Weiteren hätte ich gerne ein bisschen mehr Körper noch in diesem Kaffee. Und gerade bei so dunklen Röstungen, bei so italienischen Kaffees, ist es sinnvoll, wenn ihr die Dosierung in eurem Siebträger ein bisschen nach oben fahrt. Ihr solltet natürlich nicht über das Maximale gehen, also ihr solltet immer 1-2 mm Luft zwischen dem Kaffee und der Dusche haben, dass der Kaffee noch quellen kann. Aber bis dahin könnt ihr ruhig gehen. Das machen wir jetzt und wir gehen auch mit der Temperatur nochmal deutlich nach unten. Wichtig ist, wenn ihr die Dosierung nach oben schraubt, schaut, dass der Kaffee auf keinen Fall oben kratzt, wenn ihr ihn einspannt und wieder ausspannt. Und wenn ihr dann keine Abdrücke in eurem Sieb habt, beziehungsweise in eurem Kaffee, dann ist alles in Ordnung, dann passt von der Füllmenge her und ihr seid nicht zu viel. Sobald da irgendwas schleift, Menge wieder reduzieren. Shot schaut sehr schön aus soweit, läuft auch ganz ordentlich, könnte sehr gut passen. Wunderbar, genau da wollte ich ihn haben. Wir sehen auch noch mehr Crema, also es ist fast nur Crema, komplette Glas, fast voll mit Crema. Wie gesagt, liegt am Robusta-Anteil und
wenn er eben gut extrahiert wird, dann entwickelt sich auch viel Crema. Ähnlich wie beim Eisbärenschenken. So, was haben wir jetzt erreicht? Wir sind jetzt von 16 auf 18 Gramm hochgegangen. Das heißt, wir haben 2 Gramm höher dosiert. Wir sind von der Zeit her gleich geblieben, 24 Sekunden. Und auch vom Verhältnis her sind wir gleich geblieben, 1 zu 2. Das heißt, 18 Gramm rein, 36 Gramm raus. Hier müsst ihr beachten, wenn ihr so eine Anpassung macht, also wenn ihr die Dosierung hochfahrt, dann müsst ihr auch euren Mahlgrad entsprechend wieder anpassen. Also sprich, den etwas gröber machen, damit ihr in der gleichen Zeit, in diesen 24 Sekunden, eben mehr Menge rausbekommt. Für die Nische im übertragenen Sinne heißt das, ich bin jetzt von Einstellung 25 auf 26,5 hochgegangen. Also 1,5 Mahlgrad Einstellung für diejenigen von euch, die eine Nische haben. Gut, dann probieren wir das Ganze einfach mal. Er hat einen schöneren Körper gekriegt. Er ist jetzt ein bisschen schokoladiger auch. Also hat so diese klassischen Schokonoten. Hat sogar eine leichte Säure entwickelt. Also 89 Grad sind für den Kaffee tendenziell sogar ein Ticken zu kühl. Hier können wir wieder ein Stück nach oben gehen mit der Temperatur, um die Säure wieder ein bisschen rauszubekommen. Weil so ein Kaffee, der lebt eigentlich davon, eben, dass er gerade keine Säure hat. Das ist auch das, was die meisten von euch möchten. Wobei der ein oder andere Säure mit Bitterkeit auch gerne mal verwechselt. Aber zumindest das eine Ziel, Körper und Süße, haben wir hier sehr gut erreicht. Bitterkeit konnten wir auch nochmal schöner einbinden und reduzieren. Aber er ist nicht mehr ganz so rund. Das heißt, wir gehen jetzt mit der Temperatur von 89 wieder hoch auf 90, vielleicht sogar 91 und schauen, dass wir die Säure noch ein bisschen rauskriegen beziehungsweise schöner eingebunden kriegen. Gut, der Shot ist jetzt ein bisschen zu schnell gelaufen, 21 Sekunden, 4 Sekunden schneller, wie ich wollte, beziehungsweise 3 Sekunden schneller wie vorhin. Kann funktionieren, kann aber auch schief gehen. Wir probieren es einfach mal. Er lief mit 2 Grad mehr. Statt 89 sind wir jetzt auf 91 hochgegangen. Sehr schön, hat überraschend gut funktioniert. Ein Zufallserfolg. Die höhere Temperatur mit der kürzeren Durchlaufzeit war jetzt genau die richtige Kombination, die der Kaffee gebraucht hat. Zufällig. Deswegen sage ich auch immer, probiert jeden Shot, der rauskommt. Manchmal kann es funktionieren, weil er hat jetzt eine schöne Süße, einen schönen Körper, hat aber diese Bitterkeit hinten raus nicht. Das heißt, hier haben wir genau die richtige Kombination gefunden aus Temperatur und Durchlaufzeit. Ja, prima. Ausgewogen, süß, keine Säure, aber trotzdem nicht nur bitter. Die Bitterkeit hinten, schön eingebunden, also ein schön ausgewogener Shot. Soweit so gut, fassen wir zusammen. Nach dem Glückstreffer jetzt gerade, der doch echt ein sehr solides, ausgewogenes Ergebnis rausgebracht hat, muss ich sagen, es ist echt ein ordentlicher Kaffee. Also da bin ich selber überrascht, weil ich ja tendenziell Supermarktkaffees und gerade so ja, sehr günstige Kaffees gerne mal bashe. Aber er ist in Ordnung, muss ich neidlos zugestehen, für den Fall, dass man eben solche Espressi gerne trinkt. Mir persönlich wäre es immer noch zu dunkel, aber das bin nur ich. Ich würde sagen, für die allermeisten ist das tatsächlich eine schöne Alternative zu teureren Espressi. Was eben sehr schade ist, ist nach wie vor die Nachvollziehbarkeit von solchen Cafés. Ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, wie nachhaltig das Ganze jetzt natürlich ist. Schade, aber... Gut, that's it, das ist die Kaffeebranche. Muss man sich natürlich überlegen, ob man sowas unterstützen möchte oder ob man nicht mehr Informationen grundsätzlich einfordert. Kann ja durchaus sein, dass das ein guter Kaffee ist, aber dann würde man sich wünschen, dass das auch irgendwie nachvollziehbar dargestellt wird. Lange Rede, kurzer Sinn, wer auf der Suche nach einem günstigen Supermarktkaffee ist, den man um die Ecke bekommt, der nicht so viel kostet, unter 20 Euro, der ist mit dem Kaffee eigentlich ganz gut beraten, ist ein schöner Daily Driver, Lavazza. Well done, wenn ihr jetzt noch Nachverfolgbarkeit und Fairness ein bisschen größer schreibt, kann man echt nichts sagen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr möchtet, dass ich öfter mal so einen Supermarktkaffee teste, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, das hilft mir und schaut auch gerne mal bei meiner Patreon-Community vorbei, die mir solche Reviews ermöglichen und mich dabei unterstützen. Solltet ihr noch keine Lust haben, zu eurer To-Do-Liste zurückzukehren, hier habt ihr ein weiteres Style-In für einen sehr günstigen Aldi-Kaffee. Hier drüben könnt ihr abonnieren, hier unten geht's zu meiner Patreon-Community und dann sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, viel Spaß. Leckeren Kaffee. Ciao.